Der Slipmaster wurde entwickelt vor 8 Jahren aus dem einfachen Grund, um für Marinas in der Größenordnung wie die Marina Groß-Köris ein Fahrzeug zu haben, mit dem man Boote von 5 bis 12 Meter slippen kann, ohne dass man einen Kran, Kettenkran, Baggerkran nutzen muss. Das heißt, wir sind hier im Naturschutzgebiet, wir mussten uns eine Sache einfallen lassen, wo wir nur mit der Slipanlage halt arbeiten können. Die Besonderheiten vom Slipmaster sind halt, dass ich ein Fahrzeug für alles habe. Ich kann das Boot aufnehmen auf dem Platz, ich kann das Boot ins Wasser bringen mit dem Fahrzeug, ich kann gleichzeitig slippen, ich habe ein Fahrzeug, mit dem ich Hydraulik bearbeiten kann, ich kann unterm Boot arbeiten, ich kann, wie gesagt, das Boot jederzeit an jedem Platz abstellen, wegholen. Mit einem Slipwagen, der sozusagen in einer Range arbeitet von 5 Meter bis 12 Meter. Also Marinas von 30 bis 100 Booten, die nicht die Möglichkeit haben, aus finanziellen Gründen sich einen Rodberg zu kaufen oder andere Produkte. Oftmals muss nach einer Chartertour überprüft werden, sind die Propeller in Ordnung, hat es irgendwelche Schäden am Rumpf, das kann man mit dem Slipmaster machen. Man fährt in die Slipanlage rein, das Boot fährt rauf, wie auf einen amerikanischen Trailer, wird kurz hochgebeamt, man schaut nach den Propellern und in 4 Minuten ist die Sache erledigt. Ohne Kran, ohne Aufwand. Der Slipmaster ist ein rein deutsches Produkt, wird in Bielefeld hergestellt von der Firma Ohlmeier und ist eigentlich zusammen mit der Marina Groß-Köris entwickelt worden. Wir haben versucht, ein Produkt herzustellen, das unter 20.000 Euro liegt, aber trotzdem alle Anforderungen erfüllt, die solch eine Marina hat.